Hier gibt es auf jeden Fall Spinnen und dann möchte ich doch hier erstmal weiter. Vielleicht gibt es hier wieder einen optionalen Boss, wie damals in der zweiten, war es die zweite Instanz oder die dritte? Ich weiß es gerade gar nicht. Da kommen schon die nächsten Spinnen angewackelt. Und da haben wir auch schon wieder mal etwas Größeres, so wie es aussieht. Zack. Wir machen uns natürlich auch wieder größer, um wieder ein bisschen Schaden rauszuhauen. Sehr schön. Ein bisschen was einsammeln. Sind wir denn jetzt hier alle zusammen? Oder fehlt noch wer? Ich glaube, irgendwer fehlt, ne? Irgendwer läuft woanders rum. Wenn ich das richtig sehe. Was ist denn das? Achso, nochmal einen Trank. Nehmen wir mit. Das Ding sammeln wir auch auf. Und dann gucken wir hier mal weiter, was uns hier erwartet. Da ist nichts. Hier sind noch Spielerspinnen. Na, ich drücke wieder falschen Knöpfe. Wie schon so oft in diesem Let's Play. So, das haben wir weg. Die kümmern wir uns noch eben drum. Den tragbaren Altar haben wir, gebetet hatten wir auch. Das heißt, ich muss gleich auf jeden Fall noch dran denken, dass wir die, hier haben wir neues Wissen. Neues Wissen, das, des Brauers Grab. Aha, wer auch immer Brauer sein mag. Nee, ich muss auf jeden Fall nachher dran denken, dass ich die Astraldiamanten wieder umwandle. Also die Rohastraldiamanten zu normalen Astraldiamanten. Denn davon kann man ja bekanntlich nicht genug haben, wisst ihr ja selber. Weil das ist eigentlich die Grundwährung. Hallo? Außer Sicht. Einmal betätigen. Machen wir uns hier die Tür auf. So, wir machen selbstverständlich auch wieder unsere Fähigkeit an. Und das sieht doch ganz gut aus. Ist da hinten noch einer? Tatsächlich, da hinten war noch einer. Okay, kriegen wir hin. So, hier wäre, glaube ich, hier wäre, glaube ich, der andere Weg gewesen, den wir gekommen wären, wenn wir da lang gelaufen wären. Oh, und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. Drehhelmschmiede. Interessant. Okay, hier müssen wir irgendwas machen. Wie gesagt, ich lasse mich da vollkommen überraschen, was wir da tun müssen. So, erstmal so einfach draufhämmern, wie wir es schon so oft gemacht haben. Bisher ist ja noch kein Boss zu sehen. So, das haben wir down. Jetzt bin ich gerade hier irgendwo im Dunkeln. Da war irgend... Achso, hier diese Sphäre ist das wahrscheinlich, die das so dunkel für uns gemacht hat. So, damit haben wir das soweit auch down. Wer? Irgendwer schreit da. Da hinten schreit noch wieder jemand. Sehr schön, damit haben wir den dann auch so weit down. Da hinten ist nur einer. Und dann haben wir hier, glaube ich, schon die nächsten, die wieder ankommen, wa? So, selbstverständlich schmeißen wir wie immer direkt unsere ganzen Fähigkeiten an. Weil sobald wir es können, machen wir das auch. Und ihr seht ja selber, wie schnell ich die tägliche Kraft in den Instanzen neu ziehen kann. So, da ist schon mal der erste weg. Da ist der zweite weg. Ist da sonst noch einer? Ne, die fliegen nur noch so komisch durch die Gegend. Meine Fresse, wo kommen die ganzen Viecher her? So, damit haben wir den soweit auch down. Wir müssen jetzt... Irgendwo hier lang oder was? Hier haben wir noch was zum Zerstören. Ach, die Splitter sollen wir zerstören. Okay. Gut, habe ich das wenigstens auch schon mal gesehen.
So. Einmal Feuerspeien, natürlich in die falsche Richtung, wie es für mich so allseits bekannt ist, dass ich grundsätzlich immer in die falsche Richtung meine Sachen werfe. Ist ja hervorragend. So, und nur weil wir es können, direkt wieder unsere tägliche Kraft einschmeißen. Anschmeißen, nicht einschmeißen. So, auch das haben wir soweit down. Hier rechts geht's nicht weiter. Hier haben wir aber noch einen Splitter. Und da ist auch schon der nächste, der Boss. Ach, ihr wollt jetzt direkt den Boss machen, oder was? Wollt ihr nicht erst noch die ganzen Dinger kaputt machen? Na, von mir aus. Soll mir recht sein. Hauen wir uns ein wenig mit dem Boss so um die Ohren. Wobei ich gerade gar nicht sehe, wer der Boss hier ist. Moment, 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 Moment. Ich muss hier mal eben ganz kurz raus. So, das scheint hier der Boss zu sein. So, einmal kurz rausrennen. Wieder reinrennen. Also bisher ist es noch nicht das größte Problem. Aber ich denke mal, das Schwierigste wird wahrscheinlich später dann erst sein, wenn wir die Instanzen auf heroisch machen werden. Denn im Moment sind die ja alle auf leicht und das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie ein Dolch für einen Trickserschurken. Wir gucken mal eben. Ist das für den... Ja genau, für einen Trickserschurken. Da passen wir natürlich wieder drauf. Hier haben wir aber nochmal die komischen Siegel des Mantikors. Was macht ihr hier? Ja, was passiert hier? Da wird irgendwie was ausgegossen. Schauen wir mal einfach mal. Das brauchen wir nicht schätzen, liebe süße Maus. Das sehen wir, wenn wir X drücken. So, wir schmeißen wieder unsere tägliche Kraft an, wie schon immer zuvor. Sehr schön. Und wir müssen, glaube ich, noch auf der einen, so anderen Seite, ne? Da gibt es, glaube ich, auch noch so irgendwas. Sammelt das Zeus eigentlich keiner ein? Achso, das waren nochmal so komische Siegel. Ich kann gar nicht sagen, wie weit wir gerade sind, aber ich denke mal, ganz so viel wird nicht mehr kommen. Warte. Das haben wir soweit gemacht. Jetzt müssen wir noch die Au, hier haben wir sogar noch was. Noch irgendwelche Gegner. So, da haben wir schon mal wieder einen platt. Den machen wir auch platt direkt und dann müssten wir hier eigentlich dann soweit alles haben. Gut, jetzt dürfen wir nämlich das Ding hier kaputt machen. Das ist sehr schön. Und das heißt, für uns geht es dann hier auf der Seite weiter. Ist das hier wieder ein Rundgang? Schauen wir mal. Ja, das scheint ein Rundgang zu sein. Wir treffen uns, glaube ich, hier in der Mitte. Wir haben ein neues Lager entdeckt. Wo haben wir ein neues Lager entdeckt? Ich habe kein Lager gesehen. Ich habe kein Lager gesehen, aber so wie es ausschaut, sind wir hier schon beim Endboss, wa? Kann das denn wohl sein, dass wir hier schon beim Endboss sind? Tatsächlich. Eine richtig kurze Instanz, muss man sagen. Oder wir waren einfach nur viel zu gut. Das könnte natürlich auch sein. Idris, der Wiedergänger. Das ist also die Idris, von der in der Welt hier die ganze Zeit gesprochen wurde. Das ist interessant. Oh, Bellatrix ist, glaube ich, wieder offline. Kann das sein? Weil mir wird gerade angezeigt, dass der werte Herr DJ Ben Hur gerade offline ist. Halt, bleibst du hier? So, den haben wir soweit weg. Holen wir uns die nächsten mal eben dran. Auch die haben wir weg. So, schreiben wir mal eben... Endboss.
damit auch derjenige, der auf uns wartet, der Anna Gäßling, genau Bescheid weiß, wie weit wir sind. So, die holen wir uns dann auch nochmal eben dran, beziehungsweise die werden uns vom Jäger rangeholt. Ja, dann würde ich sagen, volle Wucht drauf, ne? Wir müssen, beziehungsweise wir müssen ja eh erst alles freiräumen. Und er muss sich schon fast sagen, ich bin ja schon fast enttäuscht von dieser Instanz, so kurz wie die ist. Da bin ich was anderes boah, krass, was ist denn hier los? Warte mal. So. Feuerspein. Und wir machen uns groß. Tägliche Kraft anschmeißen, weil wir es können. Und wir stellen uns natürlich mitten rein. Mittendrin statt nur dabei, sag ich da immer nur. Meine Fresse, ey, das ist gerade unglaublich, was hier gerade los ist. Ein Effektgewitter vom Feinsten, kann man sagen. So, das Viech haben wir weg. Das nächste kriegen wir dann bestimmt gleich auch weg. Und dann gucken wir mal, haben wir hier noch was zum Einsammeln? Das nicht, das nicht. Da hinten ist, glaube ich, noch was. Was ist das? Nee, das brauchen wir auch nicht. Und so wie es ausschaut, ich glaube... Nee, noch sind wir nicht beim Boss. Die Tante, die sitzt immer noch da oben drauf. Okay, es ist ja doch noch ganz schön was hier zu tun. Das Ding können wir aber noch mitnehmen. Du willst doch bestimmt auch einen auf den Sack. Hervorragend. So, wir machen uns selbstverständlich wieder groß. Jawohl. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und da haben wir auch schon wieder die nächsten. Okay, vielleicht ist... Oh, der Boss ist sogar auch schon in den Kampf mit eingeschritten. Wir müssen mal eben gucken. Oder vertue ich mich jetzt? Nee, ich glaube, da hinten ist er. So, erstmal die alle wegmachen. Unsere Fähigkeiten zünden. Ich glaube, Idris läuft gerade ungetankt durch die Gegend. Kann das sein? Ah, jetzt springt die da runter. Kann doch nicht wahr sein. Ich versuche die mal ein bisschen anzutanken. Das so, dass die Aggro zumindest von unserem Heiler weg ist. So, jetzt bin ich natürlich wieder... Was, wo ist er hin? Da oben. Hä? Wo ist er hin? Ach, da unten läuft es rum. So. Unsere Fähigkeit wird selbstverständlich wieder gezündet. Da haben wir auch die Troller wieder. Dieses Wegporten von denen, ne? Das geht mir schon als Nahkämpfer doch ein bisschen auf den Sack. Und ich würde sagen, wir sollten vielleicht auch erst noch den Mob hier mitnehmen. So. Komm schon. Jawohl, der ist tot. Auf zur Endbossin. Und natürlich wieder unsere Fähigkeit zünden. Wurde die jetzt eigentlich unterbrochen? Ich weiß es gar nicht. Was passiert denn da? Achso, die wurde einfach von Magier weggebrutzelt. Aber dass wir hier ständig unterbrochen werden mit unseren Zaubern und unseren Fähigkeiten, das finde ich schon krass. So, die Instanz haben wir auf jeden Fall geschafft. Ich drücke mal eben kurz X das Bild weg, denn wir können jetzt hier erstmal looten und gucken dann mal, was die Troller da für uns gedroppt hat. Und natürlich müssen wir auch gucken, was in der Kiste ist. So, wo ist er jetzt? Wo kann ich jetzt looten? Da kann ich looten. Sehr schön. Ich kann sogar nochmal looten. Krass, wie viele da Sachen es hier gibt. So, dann müssen wir mal eben gucken, was ist das hier für ein Ring? So, wir haben angelegt auf jeden Fall... Maximale Trefferpunkte, da ist ein Sockel auch drin.
Ich glaube, da würfeln wir da mal Bedarf drauf. Ich muss gerade echt mal überlegen. Und Rüstungsdurchdringung. Ich glaube, da würfel ich nur Gier drauf, was soll's. Was ist hier noch los? Ach, ihr seid immer noch am Kämpfen, was ich nicht weiß. Ja, du hast ja auch das höchste Level. Das ist klar, dass du den meisten Schaden gemacht hast. Unglaublich. Wird mir auch noch reingedrückt, dass der meiste Schaden verursacht wurde. Aber was aber was erwartest du, wenn du 4 Level über mir bist? Das hätte ich dir auch sofort sagen können, dass das, dass du das so weit schaffen wirst. Wir gucken uns das gleich auf jeden Fall an. So, sehr schön. Hier, die machen wir auch noch eben platt. Und dann müssten wir auf jeden Fall alle weg haben. Und dann haben wir hier auch gleich freie Bahn mit Marzipan und können erstmal die Truhe looten und mal gucken, was da so drin ist. Wobei, allzu viel Hoffnung habe ich dann nicht, dass da irgendwelche guten Sachen drin ist. Die guten Sachen, die kommen dann wirklich erst, wenn wir Level 60 haben und dann auch die epischen Sachen gelootet haben. Wir gucken jetzt erstmal rein, was wir da haben. Was ist das? Das ist sogar empfohlen. Erholung und Verteidigung. Obwohl, das ist jetzt für einen Zweihandwaffenkämpfer Erholung und Verteidigung. Wir nehmen es einfach mal. Nochmal 11 Siegel bekommen. Sehr schön. Was ist denn hier los? Da fallen komische grüne Sachen vom Himmel. Okay. Und dann gucken wir mal eben kurz, was haben wir denn hier alles? So, keiner von uns ist gestorben. Das ist schon mal ganz gut. Geheilt haben, ja okay, ich bin an zweiter Stelle mit Heilung. Was haben wir da? Tötungen, da bin ich nicht ganz so gut dabei gewesen, da bin ich nur bei 171. Und da sind wir dann auch beim Schaden, 1,2 Millionen oder was habe ich gemacht? Und ja. Meisten Schaden erlitten, Moment, wir können ja nochmal kurz gucken, warte. Geh mal zurück. Da ist erlitten, ausgeteilt haben wir jetzt insgesamt, ich erkenne das gar nicht. Wie viel Schaden haben wir denn da jetzt ausgeteilt? 1,2 Millionen zu... Sehe ich das gerade richtig? Ne, Ramon Spider 1 ist das, glaube ich. Zu 1,7. Aber gut, wir waren eigentlich gar nicht so schlecht dabei, muss man dazu sagen. So, und dann würde ich sagen, werde ich an dieser Stelle, beziehungsweise ich verlasse jetzt die Instanz erstmal. So, einmal kurz rausgehen. Dann werde ich nochmal eben ganz schnell die, wie heißt die Astraldiamanten umwandeln. Genau, da haben wir sie schon mal veredelt. Und dann werde ich an dieser Stelle einen ganz kurzen Cut machen, liebe Freunde. Und wir sehen uns dann gleich sofort wieder. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß und schaltet doch einfach, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt noch gleich direkt im Anschluss weitergeht oder erst in 2 Tagen. Das kann ich nicht genau sagen, aber schaltet doch einfach zur nächsten Folge wieder ein, für den Fall, dass es hier schon beendet sein sollte. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin erstmal raus. Ciao.